Hallo liebe Deutschlerner, heute bin ich sehr wild und frei. Mein Haar ist ungekämmt. Ich bin gerade aus der Dusche gekommen, um dann danach einen Spaziergang zu machen. Und deswegen ist mein Haar ungekämmt. Ich habe mein Haar noch nicht gekämmt und es ist jetzt sehr wild. Und ich bin oberkörperfrei. Aber das hat einen guten Grund. Das hat einen sehr guten Grund. Das hat mehrere Gründe. Zum einen sehe ich gut aus. Das ist schon mal ein guter Grund. Zum anderen ist es sehr, sehr warm und es ist einfach viel angenehmer, nicht so viel anzuhaben. Und zum dritten, was aber der eigentliche Grund ist, möchte ich euch meine Bräunung zeigen. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen, aber ich bin hier ein bisschen bräuner als hier. Hier bin ich ganz weiß und hier bin ich rot. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich habe keine Sonnencreme benutzt und deswegen habe ich jetzt einen Sonnenbrand. Das ist ein Sonnenbrand. Es ist rot. Und beim nächsten Mal sollte ich Sonnencreme benutzen, damit ich meine Haut nicht verbrenne. Und damit ich braun werde. So schön braun wie hier. Und gestern war es total lustig. Gestern bin ich gejoggt. Und als ich dann nach Hause gelaufen bin, bin ich einem Schwarzen begegnet. Und der Schwarze meinte zu mir, hey, du bist der Brauner als ich. Worauf ich total lachen musste, weil natürlich kann ich nie so dunkelhäutig sein wie er. Aber das war witzig, dieser Kommentar. Und ich habe auch ein bisschen mit diesem Mann gequatscht, ein bisschen mit ihm geredet. Und ja, also ich werde bräuner, denn das Wetter ist in Berlin so richtig, richtig schön, ja. Und da muss man wirklich immer daran denken, Sonnencreme zu benutzen, denn sonst verbrennt man sich. Ich hoffe, das Wetter ist bei euch auch total schön oder zumindest... Also ich hoffe, bei euch scheint die Sonne oder zumindest ist es vielleicht was will ich sagen? Also, ich hoffe, entweder scheint die Sonne oder der Regen, der kann ja auch manchmal ganz schön sein. Wenn ihr Regen habt, dann hoffe ich, ihr habt einen schönen Regen. Wenn ihr ganz woanders wohnt, auf eine ganz, ganz weit nördlich oder ganz weit südlich und ihr habt Schnee oder wenn ihr dieses Video ganz viele Monate später schaut, dann hoffe ich, ihr habt schönen Schnee. Ja, aber Hauptsache, das Wetter bei euch ist auch toll und ihr könnt mir ja gerne mal schreiben in die Kommentare, wie das Wetter so bei euch ist und ja, ich sehe euch morgen. Tschüss!